So. Hallo Leute. Ein neues Projekt. Ihr seht es wahrscheinlich eh schon am Cover. Cuphead. Ich habe tatsächlich schon einen Spielstand, bei dem ich bei Insel 2 bei der komischen Drachenfestung war. Ich habe seit einer Woche oder sowas das Spiel nicht mehr gespielt. Nicht mal zwangsläufig deswegen, weil ich sagen würde, dass ich stuck bin, sondern einfach deswegen, weil ich irgendwie nicht die Zeit dazu finde oder einfach auch teilweise nicht die Lust dazu habe, mich jetzt mit dem Level intensiv zu befassen. Aber ich möchte auf diesem Kanal das halt als neue Playlist machen, Cuphead. Ich werde dann irgendwie pro Tag ein Video mit jeweils einem Level hochladen. Mal gucken, wie lange ich teilweise für die Level dann dementsprechend brauchen werde. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Das Spiel logischerweise auf Englisch, weil es ein englisches Spiel ist. Wenn das für irgendwen ein Problem sein sollte oder sowas, dann kann ich das notfalls auch vorlesen, also übersetzen halt. Aber ich schätze mal, dass die meisten Leute der englischen Sprache mächtig sein werden. Ja. Ich habe tatsächlich eben gerade schon versucht, das aufzunehmen. Das sah man an dem zweiten Spielstand, weil ich habe vergessen, mein Mikrofon zu unmuten und so geht es natürlich nicht. Ich hatte tatsächlich das erste Level irgendwie im vierten Try oder sowas geschafft, mit 2 HP noch am Ende. Und halt alle Münzen bis auf eine habe ich nicht gegettet, weil ich nicht wusste, wie ich an die rankommen sollte. Ich glaube, da musste man was parryen. Ja. Try again. Ihr könnt ja sonst anhalten, wenn ihr das länger lesen müsst. Ansonsten, wenn irgendwelche Probleme oder sowas sind, einfach in die Kommentare schreiben. So. Erstmal das Tutorial spielen, weil da kriegt man eine Münze. Und eine Münze ist eine nette Sache. Selbst wenn ich vorhatte, nicht wirklich Sachen zu kaufen. Ich bin jetzt logischerweise schon ein bisschen eingespielt, weil ich halt eben gerade das erste Level schon gemacht habe. Aber ja. Ich spiele übrigens mit Tastatur. Falls die Frage aufkommt. Was einfach darin liegt, dass ich noch keinen Controller geholt habe. Geht's Ben? Ich meine, wenn man überwiegend League spielt, ist das irgendwo logisch, dass man keinen Controller braucht. Insofern werde ich vielleicht noch ändern. Allgemein mal gucken, was ich hier noch für Projekte auf diesem Kanal hochladen werde. Cuphead ist auf jeden Fall halt irgendwie das dritte, was ich jetzt erstmal vorhat. Vielleicht kommt noch Terraria oder sowas, je nachdem, ob Leute Bock drauf haben oder so. Oder andere Sachen. Nice. I'm rich boy. Okay. War knapp. Und da kriege ich aber auch jedes Mal Schaden. Also bei meinen letzten Versuchen habe ich da auch Schaden bekommen. So, hier weiß ich tatsächlich nicht, wie man das kriegen kann. Kann man die... Nee, auf... Ah, warte. Oh. Oh mein Gott, das ist so logisch.
Oh mein Gott, das war dumm. Oh, das war... Oh, ich habe den Rückstoß vergessen. Da war ich greedy mit meiner Ultfähigkeit. Lasst mich. So weit, so gut, ne? Oh. Da war ich ein bisschen ambitioniert. Aber wurde ja nicht dafür bestraft, insofern. Was auch immer. Diesmal kriege ich keinen Damage von dir. Boah, mein Kollege, mit dem ich beim ersten Mal spielen das gespielt habe, hatte ein Talent dafür, unglaublich häufig in Abgründe zu fallen. Das war ziemlich lustig. Ja, das ist halt echt ein mieser Bait mit Wutfähigkeit da an der Stelle. Knappe Sachen. Ja. Diese Plattform ist nur Deko. Ist das unfair? Ja, das war eine gute Runde, würde ich sagen. Hab alle Münzen bekommen. Ich habe zwar ein bisschen Zeit verschwendet, dadurch, dass ich komisch auf und ab gelaufen bin. Na, vielleicht machen wir in der ersten Folge doch ein paar mehr Level. Mal gucken, ich kann ja so 2, 3 machen. Beziehungsweise ich werde halt noch den ersten Boss machen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit Cuphead seid. Ist ein cooles Spiel auf jeden Fall. Oder das hier war, meine ich schon. Ja, das war schon ein Boss. Ich werde übrigens das gesamte Spiel auf Regular durchspielen. Oh, was macht der Typ nochmal? Oh, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Reaction time. Oh, was macht er? Warte, war das? Ach so, ja, okay, doch. Ich erinnere mich dunkel. So weit, so gut. Das war jetzt... Oh, ich habe keine Ahnung, wie das war. Macht da nicht noch irgend... Ah ja. Okay, das war das. Schade, da habe ich versucht ihn. Ja, das war gut. Na gut. Das war auf jeden Fall nice. Herr Perry habe ich jetzt nicht gemacht. Was konnte man nochmal bei dem Perry? Ah ja, den Regenwurm konnte man parryen. Am Anfang, der auf einen zugeschmissen kam. Aber das dodgt man lieber. Also ich finde tatsächlich in vielen Bossfights und sowas ist Parrys zu kriegen, unglaublich schwer. Ja, gut. Was wir machen könnten, ist ein Contract pro Level, weil die Run and Guns sind ja nie Contracts, meine ich.
Also Devil Contracts. Ja gut. Dann war es das erstmal für die erste Folge. Bis zum nächsten Mal. Also das wird ja. Ich werde vermutlich Cuphead so täglich, eventuell auch alle 2 Tage hochladen. Mal gucken.